Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil der Putzroutine und ich sitze hier extra vor meinem absolut unaufgeräumten Arbeitszimmer, weil ich das jetzt aufräumen werde und dann sauber machen werde. Und ich jetzt dachte, es macht gar keinen Sinn, wenn ich eine Putzroutine drehe, wo man am Anfang ja auch vor dem Putzen logischerweise aufräumt, dass ich das jetzt aufräume und dann das Video mache, weil ihr sollt auch mal sehen, wie hier in der Realität, wie unordentlich es hier ist. Ich habe heute Vormittag ganz viel Papierkram erledigt, deswegen sieht es hier so aus. Genau, ich werde heute das Arbeitszimmer und die Küche sauber machen. Die Küche ist ja noch nicht vollständig und morgen kommt der erste Teil meiner Küche von dem Teil, der halt noch fehlt. Morgen kommt mein Herd. Deswegen dachte ich, macht es echt Sinn, wenn ich das alles nochmal schön aufräume und vor allem halt richtig schön sauber mache, dass dann da, wo der Herd dann steht, da unten drunter und alles wirklich sauber ist. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich sehe, die Kamera ist so auf dem Stativ. Viel Spaß mit dem Video. Den ersten Teil verlinke ich unten drunter. Ich habe nämlich neulich schon mal Deep Clean Teil 1 praktisch von Kinderzimmer und Bad gedreht. Genau, und jetzt geht's an Küche und Arbeitszimmer. Thank you.
sauber machen und aufräumen bin ich soweit fertig, beziehungsweise nein, eigentlich nur mit sauber machen. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe das ganze Zeug hier aus der Küche rausgeräumt, damit ich den ganzen Boden wischen konnte. Und jetzt ist es so, dass ich das hier alles mal vorsortieren werde. Heute ist Dienstag, morgen am Mittwoch kommt mein Herd. Der wird auch direkt angeschlossen und so. Das heißt, ich kann ab morgen kochen. Und meine ganzen Töpfe und alles, das ist hier alles noch total verpackt und in den ganzen Kisten und unsortiert. Ich hatte zwischendrin schon mal eine Sortierung, aber jetzt werde ich nochmal richtig anders sortieren. Am Samstag kriege ich den Rest meiner Küche und da werde ich jetzt einen Karton für alles, was in der Küche unten verstaut wird, also unter der Arbeitsplatte, den anderen Karton für alles, was oben in die Regale kommt und hier in die in diese Waschdings, das ist ja eigentlich ein Wäschekorb, kommt alles, was in den Herd rein, beziehungsweise in die Herdschublade reinkommt. Also in die Herdschublade werde ich so Töpfe und Backdings hier, wie sagt man, so Kuchenformen reintun und in den Herd direkt, logischerweise die Bleche, ich hoffe, da sind überhaupt Bleche bei, aber eigentlich sind bei jedem Herd Bleche bei, wenn nicht, dann wäre es doof. Jedenfalls die Bleche und die Pfannen. Das heißt, ich werde jetzt hier noch für euch das ein bisschen noch zeitraffern, wie ich das sortiere, weil ich denke, das ist ganz spannend und zu putzen war es ja jetzt doch nicht allzu viel. Deswegen könnt ihr euch das jetzt noch anschauen, meine ganze Sortierung hier. So sieht das fertige sortierte Endergebnis aus. Alles, was hier drin ist, kommt in die Regal. Alles, was hier drin ist, kommt unten in die Aufbewahrung. Und alles, was hier drin ist, kommt in den Ofen. Dann haben wir hier noch diese Organizer-Drahtkörbe. Die kommen auch oben hin auf die Regal und die Teller kommen wieder unten hin. Der Messerblock wird einfach so aufgestellt und im Endeffekt war es das an Chaos. Und an dieser Stelle, ich habe jetzt mein Stativ schon weggeräumt, deswegen ist es jetzt hier eine super Perspektive. An dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aber das letzte, nächste bzw. dritte Video von diesem Deep Cleaning Projekt, also ja, meiner ganzen Wohnung nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne. Ich verlinke, wie gesagt, unten drunter den ersten Teil, Bad und Kinderzimmer. Und jetzt als drittes kommt der Wohn-, Schlaf-, Ess- und Flurbereich. Und vielleicht ist zu dem Zeitpunkt auch schon mein ganzes Zeug, was hier noch rumsteht, was auf dem Dachboden muss, weg. Sodass ich im Prinzip in Vorbereitung auf mein Sofa, was dann nämlich als letztes noch fehlt, überhaupt dann in der Wohnung, wenn die Küche fertig ist, dann in Vorbereitung darauf einfach sauber machen kann. Und das wäre natürlich super cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare,
wie es euch gefallen hat. Ja, ob ich irgendwas vergessen habe, sauber zu machen, dann werde ich das dann nämlich noch nachholen. Und seid gespannt, wie bald dann meine Küche fertig aussieht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ja, dann bis zum nächsten Video.